Oder die. Oder die. Ja. Du. Ja, bitte. Ach, Sie sind das, ja. Nein, Sie sind's nicht, den ich suche. Wen denn? Ja, was ist denn? Ja, gleich, Mama. Wenn ich das genau wüsste, wer die ist. Ah, eine Dame also. Ja, genau. Jung, alt? Ja, mein Gott, das weiß ich auch nicht. Gell. Ja, hat sie irgendeinen Beruf? Wie sieht's denn aus? Wenn ich das wüsste, das weiß ich leider nicht. Was ist denn da los? Ja, Mama, komm mal her. Komm mal her. Ja, ja. Komm. Ist es die? Nein, nein, die schaut ganz anders aus. Ja, das ist nämlich meine Mama. Angenehm. Ja, Sie können doch nicht irgendjemand suchen, von dem Sie gar nichts wissen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie hier in diesem Haus wohnt. Den kenne ich. Das ist er. Wer? Der falsche Gasmann. Oh. Sie erlauben's einmal, gell? Ich bin ein Schreiner. Siehst du, ein Schreiner ist er. Ich hab dir immer gesagt, du sollst nicht immer danach gehen, was da in der Zeitung steht. Du sollst die Zeitung überhaupt nicht lesen, habe ich dir gesagt. Das ist der Gasmann, der falsche. Nein, ein Schreiner. Schau, ich bin ein Schreiner. Ich komm her, weil ich die Maße nehmen will von einem Tisch. Ah, ein Tisch muss er machen. Er ist ein Schreiner. Gasmann. Ein Schreiner. Gasmann. Ein Schreiner. Ein Gasmann. Schreiner. Nein, Schreiner. Ein Gasmann. Schrei mich nicht so an. Sie, Gasmann. Sie, da drüben wohnt die Frau Rüsselmeier. Wenn Sie jetzt da eindringen wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Gasmann. Ja, bitte? Ja, sind Sie... Jetzt hör mal auf, ich weiß schon. Ich bin der Meister Eder, Schreinermeister Eder. Sie waren doch vorhin gerade in meiner Werkstatt. Ich? Bei Ihnen? Ja, ja, ich habe Sie nämlich gesehen und meine Hausmeisterin, die hat Sie auch gesehen. Und ich habe da was mit Ihnen zu bereden. Ich denke, Sie kommen wegen einem Tisch. Sie, halten Sie sich da raus. Der Frau Rüsselmeier ist es sicher nicht angenehm, wenn wir uns über die Sache da heraus unterhalten, dass das ganze Haus hören kann. Ich sag nämlich nur, die goldene Uhr im Küchenschrank. Wenn Sie wissen, was ich meine. Oh, ja. Ach, Sie kommen wegen der Uhr. Kommen Sie doch bitte rein. Wer ist gestorben? Er ist ein Uhrmacher, Mama. Was? Ein gestorbener Uhrmacher? Oh. Schauen Sie, ich bin ja ein gutmütiger Mensch.